Herzlich willkommen, wir sind bereit für Ihren Wochenausklang und bereit sind auch Gerold Rudle, Monika Weinzettel, Caro Athanasiadis, Eva Marold und Viktor Gernot. Unglaublich. Da weiß ich, ein Hund, da weiß ich, da war mal eine Katze. Da war mal ein Lebenskater, der ist nicht mehr. Ein Lebenskater ist nicht mehr. Oh, Kinder. Ja, okay. Ist schön. Ich bin bekannt dafür, dass ich jeden Hund, der es braucht, aufnimmt. Und zwar meistens von meinen Kabarettkolleginnen. Wirklich? Ja. Wie praktisch, ja. Ja, cool. Mein Mann wird mich jetzt gleich töten, aber wir haben wirklich regelmäßig... Gasthunde hast du immer. Ja. Ja, aber das ist jetzt blöd, weil wir haben den Tag... Der Katze. Mhm. Oh, ich liebe Katzen. Ich habe Kinder. Meine Kinder sind das einzige Organische, was nicht eingegangen ist. Eigentlich. Das ist sehr schön. Nein, ich bin nur, ich meine nur, jeder Hamster, jede Grünpflanze hat nicht überlebt bei mir. Ja. Haben sie geschwächelt zwischendurch? Meine Buben schon. Hm? Haben sie geschwächelt zwischendurch, die Buben? Ja. Ja. Aber ja, jetzt endlich, ja, erwachsen, das ist jetzt toll. Ist Ich wollte nur sagen, bitte, wir haben schon zwei Katzen auch. Wir haben einen Hund und wir haben aber auch zwei Katzen. Ach ja. So. Ja, ich bin mit Katzen aufgewachsen. Ja, okay. Dir würden wir sie ja auch geben. Tut leid, Eva. Schön, dass wir jetzt über alles Bescheid wissen. Unsere Sendezeit ist fast vorbei. Gerade, dass ich heute keine Fragen ausgegangen bin. Du hast diese Stimmen im Kopf, hast du, gell? Ja, ich habe Stimmen im Kopf. Und auf jeden Fall, es ist der National Cat Day in den USA. Das ist so quasi der Aufhänger für die heutige Sendung. Ja. Heute ist da eben der 28. Oktober, die Bundespräsidentenwahl, die ist schon wieder also ein paar Wochen her. Schade, weil passend zu einem der Kandidaten, der ja eine Bierpartei gegründet oder die Bierpartei gegründet hat, möchte ich jetzt von euch wissen, was ist ein Deko-Bier? Deko? Bei mir Deko. Jedes. Es bleibt da stehen, es kann schön sein, prickeln kalt, wurscht, ich trinke sicher nicht. Ich trinke auch kein Bier. Ja, was? Ich trinke lieber Wein. Okay. Ja, aber Deko-Bier ist, dass es ausschaut wie eine Kerze, die du anzünden kannst, das einfach so hinstellst. Da gibt es diese, kennst du diese Kerzen, diese Schirren? Ja, diesem Schwabbelding. Genau, das sind aber, so Deko-Bier. Was sind Schirre Schwabbelkerzen? Na, das ist die sind in so einem Glas, das Gel-Kerzen. Es gibt welche, die in Bierform sind. Das ist ja für mich eine Deko. Deko-Bier. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, das ist grauslich. Ich kenne es aber nicht. Also das, okay. Gibt es wirklich? Ja, oder diese, die es auf der Bühne gibt, halt, die so falsch sind. Weil sie so eine Doppelwand haben, die so tun, als wenn du es... Also die auf der Bühne sind und falsch sind, sind immer Schauspieler. Aber auch Flaschen. Okay. Gibt es auch in Flaschen. Oft auch grauslich. Ja, wunderbar. Mein Katzensocken für den Viktor und für diese wunderbare Erklärung und Bereicherung eine Katzenpfote. Schön. Aber vielleicht ist das Deko nicht für Dekoration, sondern für Dekontamination. Also für Entgiften. Also für... Nein, das ist das Bier, wenn du dann vor oben dann Murz an Rausch gehabt hast. Ja. Das ist das Bier, was du zum Frühstück trinkst am nächsten Tag. Ja, nein, das ist das Reparatursein. Danke, Monika, wir kommen aus der Küche. Ich habe Entgiftungs... Ich hab's gesagt. Also du hast gesagt, Entschuldigung, ich habe dekontaminieren. Ja, das ist gut. Ja, also du meinst, das erlöst dich von allen Bieren, die du am Vortag getrunken hast. Das kommt alles wieder auf. Schön, brav. Aber mit Deko hat es nicht viel zu tun dann, letztlich. Ja, aber darum umschreibt man es ja so schön, ne? Das ist das Deko-Bier. Boah, was liegt denn da am Boden? Das ist mein Deko-Bier. Das ist also so einfach... So, für euer Katzi. Es gibt ja Leute, wie beim Fußball gibt es ja da Fraktionen, die sagen, es gibt nur das eine Bier. Mhm. Und behaupten, alles andere ist quasi nichts besser als Dekoration. Ja. Da gibt es ja den uralten Witz. Ich nehme das jetzt wirklich jetzt wahllos, wo der Braumeister von Göss und von Hirt und von Stiegl zusammensitzen und da kommt der Kellner und sagt, was trinkt's denn, Burschen? Und der von Göss sagt, ich hätte gern bitte ein Krügerl Gösser Bier. Ja, okay. Und der von Hirt sagt, ich hätte gern bitte ein Krügerl Hirterbier. Mhm. Und der von Stiegl sagt, ich hätte gern bitte ein Obi gespritzt. Und dann sagen die anderen zwar, wieso ein Obi gespritzt? Sagt dann, wenn ihr zwar kein Bier trinkt, trinke ich auch keins. Ja, das sehr gut. Jetzt was richtig erzählt. Sehr gut erzählt. Aber das ist quasi Deko.
Deko-Bier. Alles andere als das Most Preferred. Gerold Rudle wird jetzt ein bisschen Seriosität reinbringen. Ich merke schon, er möchte diese Frage beantworten. Was ist ein Deko-Bier? Weil ich glaube, dass du sogar da was dazu sagen könntest. Moment, nicht... Weil du Gerold? Nein, aber wenn du ihn ansprichst, dann geht es um Fußball. Und es gibt dein Verein dort, die... Das alkoholfreie Bier, das weiß oder? Ich nicht, ob das alkoholfrei ist, aber die färben das ein. Weil die trinken ja auch nur grünes Zeug. Das ist... Ja, dieses grünes Bier, das musst du mir geben. Ja? Dieser Verein, dieser Verein. Wie bist du da drauf? Gibt es kein grünes Bier? Wie kommst du auf das? Ihr trinkt grünes Zeug? Kein grünes Bier. Meine Damen und Herren, das ist eine Ehekrise und wir sind live dabei. Das ist ja jetzt, hey, misch dich nicht ein. Das geht jetzt. Monika, das war St. Patrick's Day. Nein, es gibt grünes Soda. Soda? Ja, Soda. Es gibt einen Rapid-Drink, aber das ist das Bier. Was gibt es Neues? Darby, sehen wir gerne. Ja, genau, aber bitte, sehr schlechtes Thema. Ich meine, es ist 2028, es ist jetzt irgendwie fast zwei Wochen her. Aber Monika, ich kenne deinen Mann auch ein bisschen gut. Moment. So, ich weiß, dass der Gerold keinen Alkohol trinkt. Mhm. Ach, somit wäre für mich ein Deko-Bier, was den Gerold betrifft, ein Bier, oder 6 Glas oder so was, aber so ein Deko-Glas mit Alkohol fürs Foto. So. Ach so. Oder diese guten Gastronomen, die immer wieder, na, eine Runde trinkt man noch, und die bei 28 Runden dabei sind und man denkt sich, Wahnsinn, dem merkt man es überhaupt nicht an, bis man irgendwann erfährt, der hat die ganze Nacht nur ein Wasser getrunken oder ein Deko-Bier. Ein Deko-Bier. So schön. Aber warum komme ich dann auf die Idee, dass Gerold mir diese Frage beantworten könnte? Ich glaube, du wolltest einfach schauen, ob ich mich gegen die 4 durchsetzen kann. Man hat eindeutig gegen die 4 Weiber oder was? Nein. Die 4. Ja, du. Sag einmal, also, du alter weißer Mann. Das kann ich nicht. Mann, ist so schau, gell? Warum komme ich dabei? Weil Deko. Deko steht für Dekoration oder für Dekontiment. Ich hab's gewusst, ich schaff's nicht. Dekoration. Dekompression. Dekontaminierung. 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 Nein, wofür steht das? Für Dekoration. Nein. Deko? Deko. Deko. Steht für etwas, was ich bei dir gesehen habe auf der Bühne. Für fesch, für schön, für intelligent, für sexy. Der Erste kommt... Warte mal, was er bei mir tut. Ein Solo, vor vielen, vielen Jahren. Da hast du über dieses Thema gesprochen, wo das Deko vorkommt. Jetzt denk noch, du hast erst, das war ins Programm. aber wie viele Solos hast du gemacht? Das zwar nur. Ja, eben. Nein, das ist ja nicht schwer, dann find das Wort. Deko? Das ist so schön, wenn ein anderer hängt. Ich habe nicht mal annähernd eine Ahnung. Ich komme nicht auf die Idee. Hast du nicht irgendwann mal ein Solo gemacht, wo es ums Tauchen ging? Dekompression. Ah, natürlich. Natürlich. Dekompression. Natürlich, ja. Kohlensäure. Was ist das Deko-Bier? Ja, das Deko-Bier. Keine Ahnung. Wegen der Kohlensäure. Nein, das ist ein Bild, das den Druck rausnehmen soll. Wenn du jetzt in einer Gesellschaft bist, alles sonst wird verkrampft, steif, dann hast du das Deko-Bier und sehr was sind wir bei dir. Was hat das mit Tauchen zu tun? Nein, es nimmt den Druck raus. Bitte? Es nimmt den Druck raus. Ich glaube, es ist die Zeit, die man ungefähr sich ausrechnet, wie lange man Bier trinkt, oder? Und die Zeit muss man aber noch auf 6 Meter unter Wasser bleiben. Das Deko-Bier ist das, wo du den Schnaps reinhaust. Nein, was hat das mit Tauchen und mit Deko? Ja, da taucht ja der Schnaps dann. Ja. Uli? Uli? Es gibt nein, Bier, der taucht auf, der taucht so schnell auf. Und der Taucharzt, der dort ist, sagt, Ihr Stickstoffanteil im Blut ist viel zu hoch. Sie haben noch 4 Minuten zu leben. Prost! Nein, oh Gott! Jetzt, wir lösen es jetzt. Die Kompression, du kannst ja nicht ganz schnell auftauchen. Ja? Du musst im peu à peu hinauf, nicht? Manchmal ist es zu schnell, dann musst du sogar in die Kammer. Also Dekomposition. Ich kann halt überhaupt nichts mit Deko.
Dekompressionskammer. Und wenn du das erfolgreich geschafft hast, trinken die Taucher anscheinend ein Dekobier. Okay. Nach der Dekompression. Ja, die Supertaucher. Ich bin ja kompletter Laie. Dafür bin ich hier. Ja, genau. Das schön. Ist so ein du brauchst die Brille nicht aufsetzen. Okay. Ich habe schon gelesen, Gernotti. Tauchen und Bier, dafür bin ich hier. Weil so weit kannst du eh nicht aufsetzen. Und das ist das Dekobier. Und ich sage Markus Hirzer, danke schön mit deinem 300 Euro. Ja. Markus Hirzer. Bravo. Apropos Dekobier. Es ist leider schon wieder ein paar Wochen zu spät. Das Oktoberfest in München ist bereits vorbei. Das macht nichts. Ja. Bitte? Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Aber es gab vor genau einem Jahr in München Proteste gegen die neue Wochenkarte des Münchner Verkehrsverbundes. Ich möchte von euch wissen, welche Proteste es gegen eine Wochenkarte geben kann. Wochenkarte? Ich denke an eine Speisekarte. Aber Wochenkarte, nicht wahrscheinlich die Wahrscheinlich, was die Wochenkarte. Entschuldige, ich weiß das. Das habe ich befürchtet, dass du das weißt. Ja, ich sage es eh nicht. Ich habe es befürchtet. Ich habe da mal ein Programm drüber gemacht, wisst ihr. Es war so ein Deko-Wochenkarten, aber ich erkläre es jetzt noch nicht. Aber frag mich dann, ich lösche dann auf. Ah. Macht sie einmal. Ob es draufkommt. Was heißt, sag's mir ihr? Na was? Wenn du wüsstest, was ich dir alles nicht sage. Ja, jetzt ist. Was gibt es Neues? Es ist ja manchmal auch ein Pokerspiel. Weil wie oft haben also Mitglieder des Rateteams gesagt, ich weiß das, ich weiß das. Und dann haben sie nichts gewusst. So, jetzt bitte, leg die Karten auf den Tisch. Möchtest du es wirklich wissen? Ja. Möchtest du es wirklich wissen? Ich weiß zum Beispiel, dass sich nicht alle Münchner beschwert haben. Es hat sich ein Großteil der Münchner beschwert. Das ist richtig. Ja. Nämlich die Fans. Ja, leg ich ja, ist richtig. Nämlich die Fans von Bayern München. Warum? Weil der Preis dieser Wochenkarte war 18,60. Mhm. Oh, 18,60, das geht gar nicht. 18,60 Euro ist 18,60 München. Geschenke. Es ist so richtig. Wow. Wow. Ich weiß auch was. Das kann nur ein Fußballfan wissen, weil ich hab 2 Jahre in München gelebt und wenn man weiß, die Rivalität zwischen dem FC Bayern und den Löwen, 1860 München, da ist die Austria Rapid wirklich ein Lächerlschaft dagegen. Hallo, Vorsicht, nicht Lächerlschaft sagen und Rapid im selben Satz, das geht gar nicht. Aber die haben doch vor 2 Wochen... Jetzt haben aus! Doch, jetzt bitte, du nicht in den Wunden wühlen. Ja, es war vor 2 Wochen, aber ja, du hast kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Es gibt ja ein Pendant dazu in Österreich, oder es gab ein Pendant dazu, die Vignette, die Autobahnvignette. Lila. Kam mal lila raus, beziehungsweise violett. Und da haben die Rapidler gesagt, dann kaufe ich es nicht. Ja. Und dann wurde wirklich, es wurde sogar, ich weiß nicht, ob per Gesetz, aber es wurde sozusagen kulanterweise den Rapid-Fans erlaubt, die Vignette verkehrt herum aufzukleben. Ja. Als Protest. Die FC Bayern-Fans. Die haben wirklich massiv Proteste eingelegt. Wir haben es vorher nicht gesehen, weil wir noch geplaudert haben. Aber da waren die Zeitungsausschnitte aus diversen, da haben wir die TZ, die Süddeutsche, die haben tatsächlich darüber gesprochen. Das waren massive Proteste. Das ist der Unterschied zwischen Österreich und Bayern. Die Münchner Verkehrsbetriebe haben gesagt, ist okay. 18,60 kostet die Wochenkarte. Hubert Berisutti aus Bernbach, 300 Euro Büchergutschein. Ach. Danke vielmals. Aber wenn wir so weitermachen, wenn jeder eine Antwort so schnell parat hat wie der Gerold Rudl. Ja, der Gerold ist heute in großer Form, muss man sagen. Was? Ja. Ich habe zuerst überhaupt nichts gesagt. Jetzt habe ich einen fragen müssen. Stell mir die nächste. Komm. Die Frage hast du nicht gewusst, die Antwort. Aber ja, stimmt. Ja. aber wenn du willst. Aber. Olli, jetzt möchte ich dir was hinhauen. Der Fahrrad. Aber wenn du schon so gescheit bist, bitte, wie lautet die nächste Frage? Aber das ist schon. Jetzt gut. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben so viel Spaß und Freude mit Ihren Fragen, mit Ihren Einsendungen. Die Adressen sind eingeblendet. Lassen Sie uns bitte weiter etwas zukommen. Wir freuen uns darüber. Und ich bereite mich dann auch vor, dass ich es richtig aussprechen kann, wenn ich das Rateteam damit konfrontiere. Oder Sie nehmen einfach mir die Arbeit ab, so wie die Jasmin das jetzt tut. Guten Abend, ich bin Jasmin Schalendi aus Wien. Im Jahr 2019 haben sich ganz komische Szenen in der Gemeinde Crayon-Beldon im französischen Bezirk Grenoble abgespielt. Und zwar waren da eines Tages einfach 15 Schafe auf Besuch in der Schulklasse einer Volksschule. Warum?
15. Warum nicht? Naja, komm. Die haben gelernt, wie man Käse macht, wahrscheinlich. Die Schafe. Nein, die Kinder. Also. In der Volksschule gibt es Kinder und das ist so, wir haben auch in unserer Volksschule, da kommt manchmal ein Hund vorbei, okay, der macht keinen Käse, aber die haben das einfach mit den Schafen, haben sie gemolken und dann haben sie dann gleich Käse gemacht. Mhm. Wieso nicht? Aber wieso kommen dann die Schafe in die Schule? Normalerweise ist es doch so, dass dann die Kinder zu den Schafen kommen. Nein, das ist eine Wolfsschule, das ist quasi die Schulmilch. Wow. Das ist sehr gut. Darf ich dir das zukommen lassen? Ja, gerne. Das ist so. Ja, das sind bitte keine echten Katzen, sehr ruhig. Was sind das, Socken? Was ist das? Ich weiß nicht. Genau, jetzt hast du deine Brille kaputt gemacht. Und die ist jetzt kaputt. Nein, ist alles okay. Also, Entschuldigung. Ich brauch's ja gar nicht. Was ist das? Das ist das. Ich sehe nichts. Was ist das? Das ist ein Kugelschreiber, der mir auch. Du musst es zu deinem Mikro halten. Zu dem Mikro. Bei mir hat sich der Kuli wohler gefühlt. Oh. Aber das triggert mich total, sowas. Da möchte ich sofort. Du Arm, du Also ich dachte, du als Musical Flitschen singst gleich Mondlicht. Das triggert mich total. Mondlicht. Nämlich er. Darf ich eine berühmte Cats-Geschichte erzählen? Bitte, ja. In der Urbesetzung mit der Angelika Milster, damals in den 80er Jahren im Theater in der Wien. Und die hat ja, glaube ich, sie über 1000 Vorstellungen alleine gespielt. Großartige Grisabelle. Alleine? Da war mal die Vorstellung, und da gibt es ein musikalisches Vorspiel bei dieser großen Arie, dieses Mondlicht. Und da singt die weiße Katze, singt so ein kleines Intro. Und die hat ihr Intro schon gesungen gehabt. Und das Orchester gemacht, plum, 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 plum. Und die Angelika Milster war nicht da. Blum, blum, blum. Blum, blum, blum. Und da war schon ein bisschen Unruhe und der Dirigent. Blum, blum, blum. Und dann hast du gehört, Scheiße! Und dann hast du gehört, war es am Klo. Und dann ist sie schon auf die Bühne. Das Mikro war an. Albtraum. Ja. Ein Katzenklo. Ja. Sie war Katzenklo. Katzenklo. Ich frage mich immer von Sendung zu Sendung, wozu brauchen wir Fragen? Mehr Schnurren aus dem... Die Schafe mit den Schafen. Ja, wir hatten ja mal zwei Schafe, der Gerold und ich. Also echte Schafe im Garten. Ja. Die waren entzückend. Ich habe die geliebt. Okay. Melli und Raffi. Das war Rasenmäher. Also, das war die Zeit, wo ihr noch nicht Veganer wart. Nein, wir haben die Schafe nicht gegessen, sondern die Schafe haben unseren Rasen aufgegessen. Okay. Also das war der Plan. Mhm. Sie haben es nicht gegessen. Ja. Sie haben selektiv gewartet. Hast du gesagt, gell? Ja, sehr selektiv. Sie haben sich die guten Sachen rausgesucht. Bei uns hat es ausgeschaut wie im Urwald. Sie sind dazwischen rumgestanden und haben Hunger gehabt. Okay. Haben gesagt, ich will ein Heu. Okay. Dann haben wir ein Heu gegeben. Dann haben sie gesagt, sie wollen Pellets. Dann haben sie Pellets gekriegt und dann haben sie überhaupt nichts mehr gefressen. Die sind immer zugewachsen. Brennt hätten sie gut. Aber brennen tun sie gut. Brennt hätten sie gut. So Schafe sind Fluchttiere. Ja. Die wollen immer weiter. Es hat immer der Nachbar das bessere Gras. Das haben wir festgestellt, weil die haben unseren Zaun ausgehebelt und waren einmal im Burgersdorf unterwegs. Wir waren bei der Butcherei, dann waren sie beim Bahnhof unten. Und wir waren Gott sei Dank nicht da. Es hat eine Freundin das am Haus gesehen. Bahnhof gesiedelt. Waren sie? Ja, die sind zum Bahnhof runter. Ja, der ist heute halt um Vielleicht wollten sie nach Grenoble fahren. Ja. Nein, die Züge waren Schafner los. Bravo! Ja, geschenkt! Schaffner los! Aber da wissen wir aus Erfahrung. Wir kommen zum Punkt. Ja, das ist eine Herde, so 15 sind eine Herde. Ja. Ja? Zwei waren keine Herde, deswegen mussten sie wieder zurück. Und wenn ein Schaf losgeht, gehen die anderen nach. Du musst nur wissen, welches das Leitschaf ist. Mhm. Und dieses eine Schaf wollte einmal was lernen. Ist also losgegangen und schau, so wie unsere, halt nicht in die Putzerei, unsere waren deppert, die sind in die Putzerei gegangen und so drauf. Und die sind halt, eins ist in die Schule gegangen und die anderen nicht nach. So, was machen wir denn da? Okay. Ja, und dann standen 15 Schafe in der Schulklasse.
So war das, eine von Burgersdorf nach Grenoble. Eine großartige Geschichte. Dankeschön, Monika Weinzettel. Ja, ein bisschen kratzen mich. Kratzen mich, muss ich. Danke. Nein, das ist alles nicht der Grund, warum 15 Schafe in der Schule der Gemeinde... Es sind 15 Kinder und jedes Kind hat ein Schaf bekommen und durfte es mit nach Hause nehmen. Okay. Das wäre aber auch gegen das Tierschutzgesetz. Nein, bei uns... Wer weiß, wie es in Frankreich ausschaut, das weiß man ja nicht. Aber Sie nicht wissen, alles und bei uns in Österreich sagen die Schafe, sie machen ja bäh. Sie machen die bäh. Ja, und da träumen sie bäh. Ja, Ich hab mal ein Programm gemacht, da sind Schafe vorkommen. Und das war damals so, die sind ja abgetaucht und haben nachher was angesoffen. Nein, sondern ich glaube, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass eine Schule eine gewisse Besetzung haben muss. Also ich meine damit, es müssen Stühle besetzt sein an einem gewissen Stichtag. Und wenn man dann sagt, da ruft der Schulinspektor an und sagt, wie viel sind gerade bei euch in der Schule? Und der Herr Direktor, die Frau Direktor sagt, na, bei uns in der Schule sind gerade 15, sehe ich da, 16, weil nur ein Kind dabei war. 16. Also war Religionsunterricht, 16 Leute, meine Schäfchen. Ja, 16 Leute. genau. Lieber Gerold Rutme. Nein, das stimmt. Ich bereite mal ein Goodie vor und wir fragen die Jasmin Schalendi und danach entscheiden wir, ob er so quasi das Goodie auch verdient hat. Ja, Jasmin, bitte. Es sind tatsächlich 50 Schafe eines Morgens dort am Schulgelände aufgetaucht und sogar 15 von denen waren für den Schulunterricht angemeldet. Das Ganze war jetzt eine Aktion des örtlichen Elternbeirats, der damit aufzeigen wollte, dass es nicht sein kann, dass jetzt eine Klasse gekürzt wird, nur weil zu wenig Schüler und Schülerinnen angemeldet sind. Und damit haben sie 100%ig die Aufmerksamkeit der Behörden bekommen. Ich glaube, er hat es verdient, oder? Hat das verdient? Ja, hat er. Aber weißt du, was mir noch besser gefallen würde, wenn dann der Schulinspektor kommt und dem fällt es nicht auf. Ja. Das stimmt. Und dem fällt es nicht auf. Dem fällt es nicht auf. So, also, es wird spannend, weil jetzt kommt Gerolds Lieblingsrubrik. Oh ja, das in der Woche. Ja. Ein Haare. Halsband. Ihr seid zu früh. Also, Tee wie Karo. Ich muss den Damen und Herren zu Hause erstmal via Insert zeigen, wozu das Ding der Woche dient. Und bitte. Ja. Jetzt gehen wir es einmal dem Viktor. Ich wurde heute gebeten von der Redaktion, ich soll es dir rübertragen. Das sollte nicht geworfen werden? Nein, das soll nicht geworfen werden. Weil es ganz kostbar ist. Aber es ist kein Glas, es ist ein Kunststoff. Es hatten nur Leute Angst, wenn es irgendwie blöd fällt und du es nicht fängst, dass es brechen könnte. Okay. Ich glaube, du hättest es gefangen. M815 ist ein Kleberl drauf, sage ich euch mal. Und da ist so ein ist das, eine Vertiefung, das ist nicht nur Schmuck, das ist eine Vertiefung, das ist eine Rille. Rille, wie die Franzosen sagen. Und, Rille. Und ihr habt gesagt, so. Haare. Oder Halsband. Also, ja, Heiligenschein. Da muss man recht am Blut haben. Ja. Wofür kann das gut sein? Naja, solche Rillen sind ja meistens, wir haben das beim Campen. Was? Diese Ski, das ist eine Schiene. Da kannst du einen Vorhang einziehen, da vorne. Ja, da schiebst du rein. Wenn du zum Beispiel hast, heute mag ich mich nicht schminken oder so. Ja. Auf mit dem Heiligenschein, Vorhang zu, zack, geht Burka to go. Burka to go. Auf das habe ich, ja. Oder das ist für jemanden, man sagt ja, Frisbee kann man nur spielen mit Freunden. Das ist kein Bumerang, das kommt nicht zurück. Aber das ist vielleicht ein Frisbee für jemanden, der keine Freunde hat. Man sagt ja auch, Frisbee oder stirb. Sagt man auch oft. Sagt man sehr oft. Und das ist für mich der Augenblick, wo ich eingestehen muss, du bist jetzt besser unterwegs als ich, deswegen gebe ich dir eine. Gib dir die Brille her. Gib her. Was ist auch seine Brille? Ja, aber ich siehst du was? Ja, viel besser.
Das ist für Leute, die keinen transportablen Musikabspieler haben oder keine Bluetooth-Geräte und sowas, die aber trotzdem beim Joggen den Eindruck erwecken wollen, dass sie so irgendwie so moderne Kopfhörer haben. Ja. Stimmt. Das so schaut aber echt gut aus, damit die keiner auch ist. Ja, genau. Ja. Das muss damit, es, wenn das ich das muss quasi nicht angehört werden will, setz ja geschau auf, da rennen meine Kinder davon. Ja, aber du hast jetzt wirklich super ausgesehen damit. Oder es ist für Lieutenant Commander Jordi LaForge von Next Generation, genau, so. Wieder, wie er sein Augenlicht wieder bekommen hat. Ha! Was, der kriegt sein Augenlicht wieder? Ich schau's gerade. Spoiler! Das ist aber wirklich für Kopfhörer, damit die Form nicht verlieren. Genau. Du tust den Kopfhörer einfach da so drüber. So wie ein Schuhstrecker. Genau. Ja, genau. Für Kopf, Schuhstrecker für Kopfhörer. Ja. Das ist super und das ist falsch. Aber das wäre aber super. Komm, Dancing Star. Los, löse auf. Also wenn das eine Rille ist, wo man was reingibt, sollte man es ja so verwenden. Oder? Aber willst du in der Caro, Rille reingeben? Ja, so. Du könntest das als Gürtel verwenden. Ja, ich. Ist wirklich so entzückend klein und zart. Mhm. Ja. Oder ist es einfach ein C? Karo. Verstehst du? Verstehst du? Das ist es. Das gefällt mir gut. Ein Karo. Ein Karo, verstehst du? Es ist dein Ding der Woche. Schwarzer Peter. Ja, das ist mein Ding. Wenn ihr gesagt habt vorher, da gehört noch was dazu. Es gehört ja immer was dazu. Ja, aber zum Beispiel, stell dir vor, es wäre ein Haarreifen. Dann würdest du es so auf den Kopf setzen. Das heißt, es wäre jetzt hier ein Kopf drin. Genau. Ist aber kein Kopf drin, weil es kein Haarreifen ist. Aber es ist was drin. Das heißt, es ist was drin, natürlich. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht hat es etwas mit Licht zu tun. Mhm. Weil diese Schiene, also diese Rille, die da ist, die könnte man, wenn man die anleuchtet, macht die sicher irgendein... Bricht sie, ist ein Prisma. Ein Prisma. Ja. Ein Prisma. Bricht sie, bricht. Genau. Zappe, da, ich spür's. Ich zappel überhaupt nicht. Er hat die Lösung, er weiß es. Ich glaube, du weißt das schon wieder. Nein, ist doch gar nicht. Oh ja, du bist heute in Höchstform. Los, löse auf. Womit stört ihn nicht so blöd? Du, jetzt stellst du dich. Du, schau das ja. Auflösen. Ja, komm, auf. Sag schon, Gerold. Ist es... Nein, das kann ja nicht sein, dass man ein Glasl in die Mitte stellt und dann sagt, weiter raus. Und dann ist es beleuchtet. Nein, der hat er gesagt, ungeschickt. Weiter raus stößt das nicht, Vorsicht, und dann daher... Man muss jetzt aufpassen, dass es also quasi nicht zu sehr ins Lächerliche gezogen wird, weil es ein sehr wichtiges Ding ist, eben für in Pflege. Einem gewissen Alter, ja, kannst du auch, für die Pflege. Also für ungeschickte Kinder, das ist so quasi noch der humoristische Zugang, wenn man das humoristisch sehen möchte, aber es ist natürlich auch für motorisch eingeschränkte Menschen, die versuchen mit einer Hand etwas zu essen und dabei ihr Essen über den Tellerrand hinausschieben. Und ich könnte es, habe ich nur deppert. Ich könnte es haben. Oliver! Die Eva! Das ist eine Frechheit! Das ist eine Frechheit! Außerdem schau ich aus, als würde ich irgendein Essen vergeuden und verschicken. Schau ich aus, als würde mir Essen nur weggefallen. Ich glaube nicht! Schau, wie schön die Rille in den Tellerrand. Ja, damit nichts über den Tellerrand. Die Franzosen sagen Talleyrand dazu. Bitte? Die Franzosen sagen Talleyrand dazu. Das ist für Menschen. Talleyrand! Ja, es ist für Menschen, die also zu oft über den Tellerrand hinausblicken und dann einfach sagen, ich will nicht so wie in Österreich. Es gibt so viele, die nicht über den Tellerrand hinausblicken und die nehmen die Tellerranderhöhung. Eine Tellerrand-Erhöhung. Ich finde es super. Ich finde das ganz super. Ich zeige euch das mal. Schau, das ist das Essen mit Tellerranderhöhung. Ja, aber ich sage, das gibt es nur für die Eliten. Es geht nur auf dem Systemteller. Ja. Jetzt habe ich es erst verstanden. Aber warst du das schnell? Überlebner! Ihr gehört das später. Nein, aber du musst dir wirklich vorstellen, dass es Leute gibt, die natürlich ein Problem haben, wenn sie zum Beispiel nur mit einer Hand verletzt sind aber oder so. Oliver, Nein, das war das ist nicht hoch genug.
Problem habe, dann mache ich da so ein Corona. Was ein Corona? Ich so ein Corona-Plexiglas. Das sind 2 cm. Ja, aber da gibt es wahrscheinlich dann auch eine Steigerungsstufe mit 4 cm und mit 6 cm. Man schiebt ganz sich ehrlich, ja beim Essen was auf die Gabel, mit dem Messer zum Beispiel. Das kann man mit einer Hand nicht. Deswegen hast du da als Widerstand Hand. Du hast wirklich, weil das schön, also senkrecht ist, dann einfach einen Ach, dass ich das Widerstand. Gegen natürlich. Und da hast du einen Widerstand und dann kannst du so quasi dagegen spießen oder auf den Löffel. Okay, okay. Na, das wird bei euch in der Küche einiges an Arbeitern ersparen in Zukunft. Ich glaube, daher hast du das genehmige 8-mal. Ich kenne dich besser als du selbst. 8-mal. Sag's der Redaktion. Bitte, 1-mal Tellerrand Erhöhung, nein, 8-mal Tellerrand Erhöhung für Frau Marold, aber einen Büchergutschein bekommt die Monika Graf aus Fittis im nördlichen Waldviertel. Fittis im Waldviertel. Danke vielmals. Schönes Ding. Bravo. Was gibt es Neues? Von? Ich weiß es nicht. Von Gunkel. Der Gunkel ist super. Oder ein Buch. Ja, nein, Moment, nicht nur. Also, es gibt wirklich eine Menge. Zwerbogramm. Ja, aber nein, darf ich auch was tun hier? Ja, bitte. Dankeschön. Ja, schneller. Vor 2 Wochen hat er... Er nimmt das Gunkel-Tempo an. Nein, nein, vor 2 Wochen hat er zusammen mit Gerhard Walter das Programm Herz und Hirn Teil 3 präsentiert. Ja. Und tatsächlich das Buch, das sich wirklich wärmst... Omen! Omen heißt es! Ja, ja, und warum heißt es... Ich hab's gewusst! Aber warum heißt es Omen? Weil man, viele Omas sind Omen! Ja, aber das war ja noch nicht die Frage. Die Caro glaubt wirklich, das war jetzt die Frage. Oh, gib ihr was. Caro Athanasiadis hat die Frage richtig beantwortet. Bravo, Caro. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es ist ein Workshop. Du meinst Werkstatt, geschützte Werkstatt. Kommt jetzt eine Dichterlesung? Ja, jetzt kommt eine Dichterlesung. Es ist wirklich ein lustiges Buch. Ja. Er hat das zusammengeschrieben, bitte, eben mit dem Georg Breinschmidt. Darf ich dich korrigieren? Er hat die Illustrationen gemacht und der Georg Breinschmidt hat die Wortschöpfungen gemacht. Aber ist das nicht der Musiker Georg Breinschmidt? Ja, natürlich der Musiker Georg Breinschmidt. Na ja, natürlich, das ist ein Buch. Aber ganz ehrlich, wenn du in das Buch... Der ist ein großartiger Musiker. Ja, natürlich, das so aber schau, wenn du in das Buch genau reinhörst, dann hörst du... Dann hörst du das Hörbuch! Das ist ein Hörbuch! Du hörst, ich höre Georg Breinschmidt. Geht ja. Kurz, pass auf, kurze Kostprobe. Natürlich der Musiker, ja. 333 noch bessere Wortspiele. Pass auf, es ist fantastisch, nämlich weil ich heute schon Dekompression und so weiter nicht aussprechen konnte. Zahlreiche Fehler in der Moderation ist vielversprechend. Das geht so weit, es ist ganz fantastisch. Was haben wir hier noch? Gefängnisaufenthalt wegen gutem Essen. Schmackhaft. Super, das ist fantastisch. Das Buch ist großartig, wirklich. Ja, es ist wirklich großartig. Das ist umgekehrt. Andersrum, das ist richtig. Da kann man ganz wunderbare Fragen draus. Jetzt habe ich total vergessen. Der Georg Breinschmidt und der Gunkel haben ja selber eine Frage für uns. Schönen guten Abend. Gunkel hat im Moment Sprechverbot, weil uns sonst die Sendezeit nicht reichen würde. Deshalb darf ich euch kurz die nachfolgende Frage stellen. Ich war kürzlich auf Tournee und habe in Dresden auf einem großen Wandbild diesen fragwürdigen Monarchen entdeckt. Hier im Bild der 2. von rechts. Es handelt sich um König Friedrich I., auch genannt Friedrich der Freidige. Dieser lebte von 1257 bis 1323 auf der Wartburg in Eisenach und, jetzt kommt's, er trug den Beinamen der Gebissene. Friedrich der Gebissene. Warum?
Vielleicht war er der Erste, der an einer gewissen Stelle gebissen wurde und dann halt so ein, wie heißen die so schnell, die so hoch singen, so einer geworden, der Erste. Ein Eunuch, genau. Ja. Der Erste Eunuch. Ja. Nein, aber die heißen nicht Eunuchen. Doch, sondern, nein, wie heißen die Sänger? Countertenore. Aber die Countertenore sind ja die eben nicht Eunuchen sind, sondern die das nur Kraft ihrer Ja, aber vielleicht war das halt damals. Du kannst ja nicht zum Countertenore sein. Wahnsinn, die Kastraten, du meinst? Die Kastraten, genau. Ja. Vielleicht wurde der halt natürlich Eunuchen sind kastriert, deshalb sind sie Eunuchen. Ja, aber das, die wurden so viel kastriert. Nicht, der Eunuch singt. Wahnsinn. Können wir das Thema überlassen? Es sind trotzdem Männer auch da. Ich hab unter Oliver. Tut euch das weh! Ja. Nein. Aber... Es trug so gern der Hodenlose zum Janka eine Lodenhose. Aber die wurden ja nicht als Männer kastriert, sondern als Kinder, bevor sie in den Stimmbruch kamen. Weil sonst ja, dann machst du ja kaum was aus. Ja, dann. Oh. Also. Da gibt man dann gern das eine oder andere ab. Ja, dann wisst ihr, wie das ist, wenn wir immer. Ja, dann ist aber, es kommt schon sehr gut an, wenn so ein Riegel daherkommt. Das kann den ganzen Abend zusammenhauen. Das kannst du zusammenhauen. Ja. Die Stimme macht viel aus bei einem Menschen. Ja, bei einem Mann. Ich weiß das ja. Bei Frauen auch. Ja, das stimmt. Er hat bei einem großen Ritterturnier, hat er im Finale, da davor alle, hat er alle mit der Lanze vom Pferd gestoßen und mit dem Schwert besiegt und im Finale da verloren gegen den Ritter Kunibert, der hatte ein murztumlanges Schwert, aber das hat er beim Kampf nicht dabei, sondern der hat ihn besiegt mit gezielten Bissen. Ja. Überall, wo eine kleine Öffnung bei der Rüstung war, hat er schon eine Bissen. Der heißt auch Kunibert der Beißende. Und das ist Friedrich der Gebissene und Kunibert der Beißende. So. Aber wo hat deine Rüstung? Ein Löcher oder wo kommt man da rein? Ja, Entschuldigung, du bist wirklich ein Amateur. Ja. Es gibt ja Scharnieren, es gibt ja Teile, wo es sich bewegen muss. Ja, und da ist dann nicht der Vollpanzer drin. Ja. Na, was glaubt ihr, haben ja alle gewusst, die Bogenschützen haben gewusst, wo man hinschießt, damit man den außerdem, erwischt. Außerdem hat ja der sofort den Helm genommen und hat gesagt, du hast dir nicht einmal ein Schwert, zack, hat er einmal schon ins Ohr gebissen. Na, wo wir einen hinbissen haben, unter die Ochsen oder ein Schritt. Oder es ist, ich versuche es wieder woanders hinzulenken, vielleicht ist es aber auch eine alte, also von einer alten Sprache hergeleitet, der Gebissenen, und es heißt wie, weißt du, wie das Althochdeutsch, der Verbissene, der... sich immer reingebissen hat in Dinge. Mein Schutzheiliger ist der vom Gernot ist der Notker Balbulus der Stammler zum Beispiel. Nur wenn es ihn interessiert. Weil der Nein, es interessiert mich eigentlich nicht. Der hat gestottert. Okay. Bitte. Nein, aber vielleicht ist es sprachlich nicht, sondern er ist wirklich gebissen worden. Hat man meins von sich selbst hat er sich eine Lippe abgebissen. Er hat sich nicht... Man kann sich die Zunge abbeißen. Nein, aber hat das gesagt? Ja. Irgendeinen Blödsinn. Ja, und hat sich gedacht, da muss ich mir auf die Zunge beißen. Zack, ab war sie. Und dann war er da. Ja, aber er ist der Gebissene, nicht der sich Gebissene. Wurde er gebissen von einem Tier? Können wir uns darauf irgendwie... Nein, wurde nicht, weil das wäre dann im Endeffekt wirklich sehr, sehr unter... Von einem anderen Mann. Von einer Frau. Von seiner Frau. Weil er sich einfach schlecht benommen hat und sie hat gesagt, es reicht mir, hat ihn in die Wange gebissen, damit jeder sieht, dass er einfach... Vielleicht war es gar nicht absichtlich. Vielleicht hat dich so ein Vorbiss... Sie wollte ihn eigentlich küssen. Ja, sie wollte ihn küssen. Genau. Oder sie hat einen Krampf bekommen. Wir beenden das. Wenn er Unterbiss gehabt hat, war es eine Habsburgerin wahrscheinlich. Ich kann nur nach dieser Runde wirklich den jungen Zuseherinnen und Zusehern sagen, bitte passt im Geschichtsunterricht auf, sonst müsst ihr alle ins Fernsehen. Ich sage euch beruflich. Der ist in meinem Geschichtsunterricht nicht vorkommen. Ich glaube, er ist sehr oft gebissen worden. Ja. Er hatte Filzläuse. Ja. Danke, Viktor Gernot. Schöner Abschluss dieser Runde. Jetzt holen wir uns die richtige Antwort von Georg Breinschmidt und Gunkel. Im Jahr 1270 musste Margarete von Staufen vor ihrem Mann fliehen. Dieser Mann war Albrecht mit dem Beinamen der Entartete. Und wenn man damals als der Entartete gilt, ist zum Geh. So. Und damals war es mit dem Sorgerecht aber auch noch nicht so glatt geregelt wie heute. Das heißt, sie musste ihren Sohn zurücklassen, nämlich den Friedrich. Und zum Abschied hat sie diesem Friedrich einen Kuss auf die Wange gegeben, aber offenbar in einer gefühlsmäßigen Überwältigung ein
Zwickerbusse der Kategorie 5. Sie hat ihm dabei nämlich in die Wange gebissen, und zwar so sehr, dass ihm lebenslang eine Narbe an dieser Wange geblieben ist. Und deswegen heißt Friedrich der Gebissene, weil er wer bissen hat, was wenig überrascht, aber es war eben seine Mutter. Euer Gesang! Dankeschön, Dunkel, und dankeschön, Georg Kreischnick. Hast du gesehen, das war übrigens der Musiker. Ja. War der Musiker. So. Und jetzt noch zum Abschluss aus dem Buch Gute Omen, die letzte Frage der heutigen Sendung. Wie nennt man den Welterfolg eines Organs? Lungenhit. Herzkraft, nein, was? Oh Gott. Blinddarm, Durchbruch. Hallo, dankeschön. Gute Omen, dankeschön, Georg Kreischnick und Gunkel. Danke an Sie hier im Saalbäder zu Hause. Ich bin bedankt. Bravo! Hervorragend, ein Rateteam. Wir sehen uns wieder in der nächsten Ausgabe von Ausgiften. Schönes Wochenende. Danke für die Aufklärung. Verteilt sie das bitte als Publikum.